Hallo zusammen. Wir machen heute die Runde voll. Wir haben ja schon Interviews mit den drogenpolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen von SPD, FDP und Grünen hier im Kanal gehabt. Also alles Regierungsfraktionen. Und jetzt machen wir die Runde voll, zumindest was die cannabisfreundlichen, legalize-freundlichen Parteien angeht, mit dem drogenpolitischen Sprecher der Linken, Atesh Gürpina, bei dem wir heute im Büro zu Gast sind. Vielen Dank, da sind wir, Atesh Gürpina. Ja, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich quasi auch interviewt. Herzlich willkommen in meinem wunderschönen Büro. Freue mich über das Gespräch und über die Fragen von euch. Na dann, gehen wir gleich rein. Und zwar mit der Frage, ob ihr als Abgeordnete schon irgendwie informiert worden seid, wie das jetzt weitergeht. Also der Minister Lauterbach hat ja vor kurzem jetzt gesagt, geht jetzt los. Ja, Sie haben ihn irgendwie überredet, jetzt noch mal ranzugehen ans Thema. Legalisierung soll jetzt kommen, Gesetz soll kommen, bis der Entwurf soll kommen bis Ende des Jahres. Und du bist ja im Ausschuss da, Gesundheitsausschuss und dafür zuständig. Und gibt es da irgendwelche Informationen? Wann kommt die erste Anhörung? Wie ist der Fahrplan oder so? Nee, bis jetzt gibt es tatsächlich noch gar nicht wirklich was. Im Gegenteil, er hat im Ausschuss ja glaube ich, eine Woche vorher, bevor er das dann in der Öffentlichkeit verkündet hat, dass er zu einem Zwischenspurt geht, eigentlich das Gegenteil behauptet, dass es dieses Jahr nicht mehr kommen wird. Kann sich vielleicht damit rausreden, dass es eben einen Entwurf gibt, aber noch nicht die Umsetzung, weiß ich nicht genau, aber er hat eigentlich das Gegenteil behauptet. Deswegen haben wir im Ausschuss quasi erst durch die Öffentlichkeit davon erfahren. Das ist aber nicht das erste Mal beim Herrn Lauterbach, der macht relativ viel bei Lanz und Co. Dort kriegt man meistens mehr mit, als wenn man im Ausschuss ist. Aber nach ihm soll es dieses Jahr jetzt noch kommen, im Zwischenspurt oder so war, glaube ich, der Begriff, den er verwandt hat, war eins davon. Und jetzt haben wir von Minister Buschmann gehört, wiederum in einer öffentlichen Fragerunde im Bundestag, dass er nächstes Jahr schon legal kiffen will oder zumindest, dass man legal kiffen kann. Ob er jetzt da als Person auch mit betroffen ist, weiß ich nicht genau. Das ist momentan der Stand. Wie lange das wirklich dauert, weiß ich nicht, weil so ganz einig sind sie sich, glaube ich, noch nicht. Gut, okay, da hast du also keinen Wissensvorsprung gegenüber der Öffentlichkeit und fleißigen DHV-Zuschauern. Das sind alles bekannte Dinge. Da bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst mal da im Ausschuss bei irgendeiner Anhörung, bei der ersten von wie vielen auch immer. Kommen wir mal zurück zur Linksfraktion, zu deiner Benennung als drogenpolitischer Sprecher, weil dieser Prozess schon auf Fragen aufgeworfen hat, finde ich. Wir hatten ja die sehr komfortable Situation, eben drei Parteien jetzt in der Regierung zu haben, die Cannabis legalisieren wollen. Die SPD mit ein bisschen sehr viel Überzeugungskraft von Grünen und FDP, ja, die waren ja nicht so richtig dafür, aber jetzt sind sie im Boot, jedenfalls die drogenpolitischen Sprecher auch voll dabei. Und man hatte eben den Gedanken, jetzt haben auch noch die Linken in der Opposition, ja, die können da super Druck machen, können da richtig von Anfang an richtig irgendwie schieben, dass da wirklich was vorangeht und so. Und dann kam nichts erstmal, ja. Dann habe ich aber erstmal ewig gewartet, ist auch kein Zufall, dass du jetzt der Letzte bist von den Vieren sozusagen, den wir befragen, weil du auch als Letzter benannt worden bist. Und dann hatte ich irgendwann, kam der Tag, wo die Linksfraktion sämtliche fachpolitischen Sprecher bestellt hat und benannt hat, ja, und nichts mit Drogenpolitik. Die haben wir schon gefragt, was ist da los? Dann hieß es irgendwie, ja, das ist so furchtbar wichtig, das Thema, ne? Und am Ende warst du dann Sprecher und hast aber erstmal ganz viel verlautbart zu allen möglichen anderen Themen, die nichts mit Drogenpolitik zu tun hatten. Du bist auch Sprecher für dieses und jenes und Hölzken und Stöckskin, würde man in NRW jetzt sagen. Von daher mal so, ich spitze halt mal auf die Frage zu, ist Drogenpolitik dein wichtigstes Thema im Parlament? Ich glaube, es ist eines der wichtigen Themen. Du hast völlig recht, wir haben damit ein bisschen gebraucht und ich fand das auch wirklich interessant, weil du auch gerade von den versierten Followern und Handverband Kolleginnen und Kollegen gesprochen hast, dass sie so sehr darauf achten, wer bei uns den drogenpolitischen Sprecher macht. Dann hatte ich davor mit Nima Movasat und Frank Tempel, die waren es in den letzten Legislaturen geredet, die gesagt haben, ey, ihr müsst das unbedingt machen, ihr müsst das auch schnell machen, weil es den Leuten extrem wichtig ist zu wissen, wer kümmert sich jetzt darum, gerade weil die Ampel ja, ne, also du hast es zwar positiv ausgedrückt, das sind sozusagen die jetzt alle drei in der Regierung, die das irgendwie umsetzen wollen, aber schon auch mit dem Hinweis so ein bisschen, dass es jetzt auch mal schnell gehen muss oder jetzt was passieren muss. Und dafür braucht es eben die Linke, weil die anderen Fraktionen das natürlich auch nicht machen. Also quasi ist irgendwie logisch. Und dass es quasi so wichtig ist für die Leute, hatte ich in der Sekunde oder hatten wir in der Form nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir gedacht haben, naja, wir bearbeiten das auf jeden Fall. Das ist quasi auch ein Punkt, den wir von links aufarbeiten müssen. Aber das Problem war für uns, also für mich persönlich gewesen, die anderen Themen, die ich bearbeite, sind
Krankenhauspolitik und Pflegepolitik, wo tatsächlich extrem viel im Argen ist, auch gerade also nicht erst seit Corona, sondern schon davor. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, wer muss dieses Thema, wo es diese Legislatur glücklicherweise sehr viel geben wird, wer wird es übernehmen? Und ich habe persönlich sehr, sehr viel Interesse dran, so auch im Vorhinein schon gehabt. Über die Einzelheiten, wo ich sicherlich noch Nacharbeitungsbedarf habe, können wir noch sprechen, aber das war für mich immer wichtig gewesen, weil es ein Thema ist, was ja auch, also was eben nicht nur hier, wir würden gerne das alles legalisieren, sondern hat ja auch sozialpolitische Komponenten, die gesamte Drogen- und Suchtpolitik. Und deswegen war es mir wichtig, aber man muss auch die Zeit nehmen, sich das zu arbeiten. Deswegen ja, ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber ich will es sozusagen nicht abwägen gegenüber Pflege- oder Krankenhauspolitik. Wir müssen diese Themen alle bearbeiten. Bei leider sehr wenigen Abgeordneten im Parlament, die jetzt links sind, bräuchte es sozusagen mehr Stimmen, für die ich mich ja wiederum mehr einsetzen muss, damit ich die in der nächsten Legislatur auch von den drogenaffinen Leuten bekomme. Mhm. Gut, als kleine Fraktion muss man ja dann auch immer zugestehen, dass eben gar nicht für jedes Thema einer alleine zuständig sein kann. Ja, dass einer nur Drogenpolitik macht, das funktioniert halt nicht. Ja, muss man vielleicht auch manchen Leuten dazu sagen, ja, dass das einen Unterschied macht, ob man jetzt in der großen oder kleinen Fraktion ist. Aber trotzdem wollen wir natürlich jetzt was sehen. Ja, ist ja klar, ne, da muss jetzt was passieren irgendwie. Die Ampel schreit danach, getrieben zu werden sozusagen. Ist langsam. Und du hast ja angekündigt, dass jetzt mit der Entkriminalisierung da jetzt mal der erste Punkt kommt, wo ihr auch einen Antrag stellen wollt. Eine Anfrage dazu hast du ja schon gestellt, wo Buschmann eben letztens darauf geantwortet hat, zur zügigen Entkriminalisierung. Und Antrag stand im Raum sozusagen. Ja, also da kamen auch die meisten Fragen danach. Ne? Fragt den danach, wann kommt jetzt der Antrag zur Entkriminalisierung? Also wie sieht es aus damit? Genau, ich habe es auch gesehen. Ich muss auch noch ergänzen. Es gibt ja quasi, wir sind zu wenige, klar, und wir müssen mehr werden und so weiter. Aber das Gute bei uns ist schon so ein bisschen, dass wir eben auch auf eine Unterstützung von eben den Menschen, die sich damit die ganze Zeit beschäftigen, zum Beispiel der Handverband, aber eben auch die drogenpolitischen Sprecher bisher irgendwie so ein bisschen verlassen können. Also es geht ja nicht nur um mein Wissen, was ich habe, sondern es geht schon auch darum, was hat Kollege Tempel, was hat aber auch Georg Wurt, was macht Nima Movasat, was haben die alles schon gemacht, um das Ganze so ein bisschen zu bündeln. Also wir haben sozusagen eine Expertise, die jetzt nicht nur in meiner Person besteht. Das verstehe ich ehrlich, ich sage auch linke Politik nicht, sondern es müssen einfach Leute, es sind eben Leute im Umfeld, die sagen, ey, das muss jetzt passieren, das muss jetzt passieren, da kann man sich ein bisschen absprechen und Sachen einbringen. Eben zum Beispiel jetzt den Punkt, den ich dann im Februar dann doch klar war, dass ich das mache, dann irgendwie auch aufgenommen habe, okay, welche Sachen sind die wichtigsten? Also ich finde, bei Drogen- und Suchtpolitik geht es nicht nur um Cannabis, da können wir auch gerne noch weiter drüber reden, aber das ist quasi in dieser Legislatur ein sehr, sehr zentraler Punkt. Und wenn die sagen, die wollen es umsetzen, dann ist die Frage, wann wird es umgesetzt und wie wird es umgesetzt? Ich finde auch beide Sachen nicht ganz unwichtig. Und was braucht es dafür? Und dadurch, dass es in der Koalition zumindest nach meinem Empfinden von außen schon eine gewisse Uneinigkeit gibt. Ich meine, es gäbe einen fertigen Gesetzentwurf von den Grünen, die das quasi im letzten Mal schon vorgeschlagen haben. Wenn die damit völlig einverstanden wären, dann wäre das eigentlich ein Schnipsel, das umzusetzen. Ist wohl nicht der Fall, deswegen muss man ein bisschen Druck aufbauen. Deswegen haben wir sozusagen den Schritt gemacht, zu sagen, okay, wie lange dauert es noch? Also wie klar war, es wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Dann ist vor allem für die meisten Nutzerinnen und Nutzer, das wisst ihr besser als ich, geht es ja darum, naja, Legalisierung ist das eine, aber zumindest müssen die Menschen, die jetzt davon täglich noch betroffen sind, die täglich von der Polizei angehalten werden, quasi die müssen möglichst schnell in Anführungszeichen in den Genuss kommen, dass das nicht mehr passiert. Das heißt, irgendwie die Entkriminalisierung, das von geringen Mengen, wie es in allen einigen Ländern schon passiert. Nun komme ich aus Bayern, kommt sozusagen meine Vorgängerin auch her, dann nicht meine Vorgängerin, sondern die Vorgänger die Drogenbeauftragte der Regierung, die kommt auch aus Rosenheim. Dort ist, in Bayern ist sozusagen alles illegal, was du aus Versehen noch irgendwie in der Hosentasche mit dir mitführst. Und das muss entkriminalisiert werden, das so bald wie möglich, weil sonst die Leute in ganze nächste Jahr noch davon betroffen sind, auch wenn alle eigentlich schon wissen, es soll bald legalisiert werden. Deswegen haben wir, ich habe das schon angesprochen, den Minister Buschmann letzte Woche gefragt, wie sieht es eigentlich aus? Er hat sich in irgendeiner Form drumherum gewunden, wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Irgendwie, wie gesagt, nächstes Jahr soll legal gekifft werden. Das hilft den Leuten, die jetzt jeden Tag auf der Straße erwischt werden, nicht. Deswegen wollen wir bis zur Sommerpause einen Entwurf einbringen. Der ist auch wiederum nicht von mir, sondern Lieb hat da gute Vorschläge gemacht, die sich damit ja auch auskennen, dass quasi ein bestimmter Teil quasi noch nicht mal mehr verfolgt wird. Das heißt, so eine Art Legalisierung für die Nutzerinnen und Nutzer. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann kann man immer noch sich ein bisschen Zeit nehmen, auszuarbeiten, wie genau die Legalisierung aussehen kann. Gut, also ich bringe mal auf den Punkt. Vor der Sommerpause kommt ein Antrag von euch zur Entkriminalisierung im Bundestag. Und der wird nicht nur die geringe Menge betreffen, sondern soll auch den Eigenanbau mit beinhalten. Also wir haben sozusagen drei Vorschläge, die ich auch kurz nennen werde, weil sozusagen auch so ein Gesamtpaket. Der erste ist die Entkriminalisierung, also Legalisierung von geringen Mengen. Es geht darum, also
wir überlegen noch, wie viel genau. Ich bin da zumindest für 15 Gramm, damit es schwer gemacht wird, dass die anderen dem nicht zustimmen. Das ist ja der Hintergrund, dass der Druck aufgebaut wird. Weniger wäre völliger Unsinn, weil ja quasi auch schon andere, also Bundesländer ja quasi auch schon mal 15 Gramm sind. Ich glaube, in Berlin ist zum Beispiel der Fall. Aber es soll quasi, wir sind nämlich nicht bei 100, weil sonst wird es den anderen leicht gemacht, dagegen zu stimmen. Dazu gehört eben auch der Eigenanbau, was quasi möglich ist. Also drei Pflanzen, die quasi, ich glaube, drei Pflanzen geht es, die angebaut werden können. Was für mich noch wichtig ist, also auch für die, nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich auch für euch, ist die quasi die Fahrtüchtigkeit, dass du quasi bis zu einer bestimmten Menge noch fahrtüchtig bist, weil es auch quasi noch ein bisschen schwerer ist im Alkohol, der noch tagelang irgendwie nachgewiesen werden kann und dann die Fahrerlaubnis entzogen werden kann, was ja für viele einfach berufsgefährdend ist. Mhm. Deswegen sollte das ein zweiter Antrag sein. Und der dritte Antrag, das möchte ich an der Stelle auch erwähnen, weil ich weiß, es geht euch vor allem um Cannabis, aber wir halten tatsächlich die Entkriminalisierung aller Drogen, also den Nutzen aller Drogen für sehr, sehr wichtig, weil natürlich die, also eigentlich sogar je schwerer die Drogen, desto problematischer ist es für die Menschen, die das nutzen. Das heißt quasi geringe Mengen, da geht es nicht um Verkauf übrigens, das ist ja auch mal was ganz, muss auch mal extra zugesagt werden, da geht es einfach nur, dass die Menschen entkriminalisiert werden, die tatsächlich suchtabhängig sind und da geht es gerade bei schweren Drogen ja um eine krasse Sucht und da muss eine Entkriminalisierung stattfinden. Also das finde ich immer wichtig, weil wir eben nicht nur über Cannabis reden, sondern über eine Drogenpolitik, die eine andere ist als das, was wir als Prohibition quasi aus den USA mit Alkohol schon kannten. Mhm. Das ist uns wichtig, das sind die drei Anträge und die sind auch das für die Leute nochmal wichtig, die werden unterschieden. Also ne, wenn die FDP sagt, irgendwie alles andere außer Cannabis ist hochgefährlich und tödlich, dann können die da dagegen stimmen, aber beim Cannabis-Entkriminalisierung da können sie dann trotzdem zustimmen. Das haben wir schon schön getrennt, aber diese drei Anträge wollen wir einbringen. Da kommen wir schnell vorwärts, weil das alles Fragen waren, die ich auch im Zettel habe, die wir jetzt schon angesprochen haben. Auch da versuche ich nochmal auf den Punkt zu bringen. Die kommen alle drei vor der Sommerpause, verstehe ich das richtig? Oder? Genau, wobei der erste, also wir schreiben ja ab, so bei was den Gesetzentwurf angeht. Das heißt, da ist schon was fertig, das ist für uns jetzt kein großes Problem. Das andere werden ja eher Anträge werden, das heißt, also quasi kein Gesetzentwurf, sondern es wird sozusagen ein Antrag sein, der dann von der Regierung, also eine Aufforderung an die Regierung ist, umzusetzen. Wenn wir das in den Gesetzentwurf packen, versuchen wir das, aber da muss man ja ziemlich genau sein, sonst kann es uns formal einfach vom Tisch gewischt werden. Mhm. Das ist bei dem Gesetzentwurf zur Cannabis-Entkriminalisierung einfacher, das wollen wir machen, weil das dann auch noch ein Stück schneller geht. War das jetzt eine Antwort auf die Frage, ob das vor der Sommerpause kommt? Also, okay. Ich deute schon besser an, wenn ich nicht drum herum reden will. Ich sage einfach, vor der Sommerpause wird es passieren. Habe ich auch schon in der Fraktion Gespräche geführt, dass es passieren wird. Und dann wird die zumindest die Einbringung davor sein. Ob es dann schon umgesetzt sein wird, wage ich zu bezweifeln. Zumal, wie gesagt, bräuchten wir die Mehrheit im Parlament. Und da geht es wieder um eine Stimme beim nächsten Mal im Bundestag, damit wir das auch wirklich alleine umsetzen könnten. Okay, naja, dann deutet sich ja an, dass ihr zu den Themen da zumindest schon mal sehr konkrete Vorstellungen habt. Gehen wir mal im Einzelnen durch. Entkriminalisierung, die Menge 15 Gramm, hast du schon gesagt, also die man dann mit sich rumtragen darf und dann irgendwie keinen Stress mehr kriegt. Und der Eigenanbau soll mit dabei sein und genau die Liebforderung übernommen werden dann von der Pflanzenzahl her und so weiter? Oder? Genau, ich glaube, Lieb hat auch drei wenn ich mich nicht täusche, also wir wollen das tatsächlich übernehmen. Ich glaube, was Lieb im Gesetzentwurf stehen hat, sind momentan 30 Gramm, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Wir wollen sozusagen die Schwierigkeit, dem Ganzen nicht zuzustimmen, möglichst hochsetzen. Deswegen überlegen wir gerade eher 15 Milligramm, aber das sind noch Überlegen. So, das ist gerade die Überlegung. Also auch die Zahl der Pflanzen willst du jetzt auch nicht genau darauf festlegen, wie viel da dran werden soll. Ich glaube, drei Pflanzenanheiten festgelegt, wenn ich mich nicht täusche, aber ich bin mir da nicht ganz... Ich denke auch. Also ist eigentlich ein Auszug aus dem grünen Cannabis-Kontrollgesetz. Ne? Also dieser Vorschlag ist 1:1 von da auch wieder übernommen. Also insofern stellt ihr im Prinzip einen Auszug aus dem grünen Gesetz dann zur Abstimmung, was ja strategisch auch nicht doof ist. Ja, die Grünen haben in der letzten Legislatur schon viel mehr vorgeschlagen, was die ganze Legalisierung angeht. Aber ich glaube, was wirklich schnell passieren kann, ist genau das. Und da sind wir mit den Grünen auch schon in der letzten Legislatur und haben wir quasi unseren gegenseitigen Anträgen, was Drogenpolitik angeht, meistens zugestimmt, weil wir in den entscheidenden Fragen da relativ konform sind. Mhm. Ich glaube, wo es sich so ein bisschen unterscheidet, ist erstens zur SPD, weil die tatsächlich da vor allem bestimmte Teil der SPD ein bisschen konservativer ist noch. Also da würde ich die jungen SPDlerinnen und SPDler auch von ausnehmen, aber die haben da schon eher eine konservative Einschätzung. Da geht es auch vor allem wahrscheinlich um deren Wählerklientel, weil die denken, irgendwie ganz schlimm, wenn da Leute irgendwie quasi Folge rumlaufen mit Cannabis und so weiter.
Und wo wir wahrscheinlich einen Unterschied haben auch zur FDP, aber das wird sich in der nächsten Zeit auch herausstellen, ist, wie denn die Legalisierung stattfinden soll. Da gibt es, glaube ich, Unterschiede. Bei den Grünen müssen wir schauen, wie die das genau ausformulieren, das Gesetz. Aber grundsätzlich fanden wir die Richtung natürlich richtig. Und grundsätzlich kann ich jetzt auch schon sagen, wenn das Gesetz nicht völlig daneben ist, halten wir das für unterstützenswert, was die Ampelkoalition anbringen wird. Weil alles ist besser als der Zustand jetzt, was Cannabis angeht. Aber da nehme ich auch gleich wieder auf. Welche Unterschiede zwischen eurer und der FDP-Position würdest du jetzt so erstmal festmachen? Was spürst du da so für Differenzen? Naja, da geht es bei uns eher um eine Gesamtsicht auf Drogen- und Suchtpolitik. Also was wir... Aber gut, also nicht jetzt speziell auf Cannabis bezogen. Gibt auch Rückschlüsse auf Cannabis. Was wir schon wichtig finden, ist, dass Drogenkonsum ist etwas, was man machen kann, was bestimmte Drogen irgendwie schwieriger sind und wo man mehr aufpassen muss, weil Aufklärungsarbeit zu leisten ist und so weiter und so fort. Aber was wir normalerweise, also Pi mal Daumen gesagt, alle Drogen, die illegal sind, also Legalisierung von illegalen Drogen, also dort sozusagen sanfter, und bei aber legalen Drogen, Alkohol, Tabak und so weiter, dort wollen wir restriktiver vorgehen. Und das ist sehr, sehr konkret, was Werbung angeht, was sozusagen die Vermarktung von Drogen angeht. Und da sind wir schon der Meinung, dass in den letzten Jahren einiges richtig gemacht wurde, noch nicht weitgehend, was zum Beispiel Werbeverbot angeht. Und ich gehe dann mal davon aus, dass die FDP das jetzt nicht nur zum Eigenkonsum machen will, sondern eben auch zum Verkauf, auch zum Profit. Und das finde ich durchaus schwierig. Ich weiß, dass noch nicht alle der Zuschauerinnen und Zuschauer der gleichen Meinung, aber ich finde, es soll jetzt keine Goldgrube für neue profitorientierte Unternehmen sein, die sagen irgendwie, Cannabis ist super, kifft so viel wie möglich und so weiter. Und es geht einfach darum, dass die Leute, die es machen wollen, anbauen können, nutzen können, dass sich auch Leute zusammen organisieren können, Cannabis Social Club, solche Sachen, und das nutzen können, aber da soll keine Goldgrube draus entstehen, weil in der Sekunde, wo eine Goldgrube draus entsteht, dann werden auch Leute verführt, das zu machen, die das nicht unbedingt machen müssen, denen es vielleicht auch gar nicht gut tut, und deswegen geht es einfach nur darum, die Leute, die wollen, die aufgeklärt sind, die können das tun, das ist nichts Illegales, aber es ist jetzt auch nichts, was, wo man wie bei Alkohol hier, du wirst frei, wenn du rauchst oder wenn du trinkst, wirst du irgendwie besser und so weiter und so fort. Spannend, da ist ja die alte linke, also Debatte innerhalb der Linkspartei, sage ich mal, ob jetzt bei der Legalisierung von Cannabis eben auch tatsächlich, was Legalisierung für mich eigentlich bedeutet, auch eine Abgabe in irgendeiner Art Shop dabei ist, ein Verkauf, oder ob es nur jetzt über Eigenanbau und Anbauclubs geregelt werden soll. So, du hörst dich jetzt so an, als wärst du gegen Geschäfte, gegen Cannabis-Fachgeschäfte. Nee, ich war jetzt auch schon mal in Holland und Niederlanden gewesen, da gibt es, also dass man da hingehen kann, dass es quasi ähnlich funktioniert, wie dass du verschiedene Sorten Alkohol kaufen kannst. Ich finde, das ist auch nicht, was man völlig ablehnen muss. Ich glaube nur, da geht es, also und dass du quasi, wenn wir jetzt sozusagen von den Nutzerinnen und Nutzer vom Drogenkonsum ausgehen, da ist ja der Großteil der Leute, ist ja nicht welche, die jetzt in Cannabis Social Club sich organisieren wollen, sondern die wollen vielleicht, was auch immer, jetzt will ich keine Zahlen nennen, ich nenne sie einfach irgendwie jeden Monat mal irgendwie ein Kiffen, da gehst du nicht unbedingt in Cannabis Social Club. Und da muss man schon Lösungen finden, die wahrscheinlich dann auf sowas wie Fachmärkte irgendwie rausgehen, Fachgeschäfte rausgehen. Wichtig ist aber, dass wir schon eine Restriktion haben, die es beim Alkohol noch viel zu wenig gibt, was zum Beispiel Werbung und so weiter angeht. Da sind wir ja auch voll dabei mit unseren Vorstellungen, keine Werbung, aber trotzdem sollen es ja privat betriebene Geschäfte sein. Ja? In irgendeiner Form auch als Privatunternehmen, die sollen nicht staatlich betrieben werden. In irgendeiner Form werden es wahrscheinlich private Unternehmen sein. Wir werden es da sowieso nicht gegen sperren. Also wir haben doch gar nicht, also letztendlich haben wir gar nicht sozusagen, sind wir gar nicht das entscheidende Zünglein in der Waage. Aber wir haben jetzt schon im Vorhinein wäre es schon gut, sich, wenn es zur richtigen Legalisierung kommt, anzuschauen, was gibt es einfach für gute Beispiele aus anderen Ländern. Kann, weil ich ja wieder zu viel verrate, werden wahrscheinlich auch im Ausschuss eine Fahrt machen. Jetzt nach Kalifornien, wo ich davon ausgehe, dass nicht unser Prinzip völlig umgesetzt wird, aber wo man eben sagen kann, was sind die Stärken und Schwächen von anderen Gesetzgebungen, die schon stattgefunden haben. Und dann kann man immer noch drauf kommen und sagen, okay, was macht da Sinn und was macht da keinen Sinn. Für mich ist das Problem, dass sozusagen beim Drogenkonsum gibt es immer nur es ist quasi komplett das eine oder komplett das andere. Du bist quasi, also CDU-CSU ist CSU ist das beste Beispiel. So, Alkoholkonsum ist super und alle dürfen hier ihre, bei 2 Maß Bier kannst du noch fahren und solche Sprüche. Und gleichzeitig, ich meine, du hast T-Shirt an, ist sozusagen ist alles andere, was irgendwie gerade nicht legal ist, gehört irgendwie verfolgt. Und ich finde, man muss den Menschen schon sagen, das ist quasi alles, also Drogenkonsum ist auch nicht nur locker und leicht zu sehen, sondern du musst quasi schon bewusst das Ganze wahrnehmen. Man kann in der Sucht verfallen, da muss man aufpassen. Und quasi eine werbe- und konsumorientierte
also quasi so ein Werbeding, auf der, was irgendwie wirklich, wo Geld dahinter steckt, kann auch zum Problem werden. Und deswegen brauchen wir quasi weniger von der ganzen Profitorientierung, auch im, also gerade im Drogenbereich, aber eben eine Legalisierung von Drogen, damit die Menschen es wollen oder auch müssen, weil sie abhängig sind, das auch machen können. Gut, ich ziehe zwei Sachen daraus. Die eine ist, wir haben doch jetzt eine Info, die du als Abgeordneter im Ausschuss irgendwie mitbekommen hast, von der wir noch nichts wissen, nämlich die Reise nach Kanada. Das ist natürlich auch schon mal interessant. Und der andere Punkt, du bist zwar skeptisch, was jetzt diese Verkaufsstellen angeht und meine Produktion ist ja auch privatwirtschaftlich organisiert dann vermutlich, und willst nicht, dass das zu kommerziell wird. Werbeverbote sind wir sicherlich einer Meinung dann letztendlich. Aber du hast jetzt auch keine Idee, wie man jetzt irgendwie, wo die Goldgrube Grenze jetzt sein soll, wenn man so einen Shop betreibt, ja, so einen lizenzierten Shop. Vielleicht verdient man ja ganz gut daran, ja, so genau wie illegalen Händler jetzt auch gut verdienen. Da hast du also noch keine jetzt ganz konkrete Vorstellung, wie man jetzt diesen Goldgrubendeckel da irgendwie im Gesetz einziehen will. Die Schwierigkeit besteht ja darin, dass du quasi auf der einen Seite eine, also man kann ja mit Steuern auch arbeiten, ne? dass es quasi sich auch nicht so sehr krass rentieren kann. Und dann musst du gleichzeitig aufpassen, dass quasi auf dem Schwarzmarkt das Cannabis nicht viel, viel günstiger ist, weil sonst würde die Legalisierung von Drogen überhaupt keinen Sinn machen. So. Mhm. Und da quasi eine Waage zu finden, dass es irgendwie funktioniert. Die Steuerung ist auf jeden Fall ein konkretes, sowas wollte ich wissen, ne? So ungefähr, ne, was hast du für Ideen, wie man jetzt diese Deckelung, was die ganzen Gewinne angeht, irgendwie wieder vorstellt. Keine Werbung, Steuern so einbauen, damit eben nicht so hohe Gewinnspannen sind, kompatibel zum Schwarzmarktpreis natürlich immer gesehen. Genau. Sowas wären Ideen und was Genaues wird man auch sehen, wenn es dann dazu kommt. Und wir versuchen auch, versuchen sozusagen schon auch einen ehrlichen, ernsthaften Einfluss drauf zu nehmen, dass sich zumindest noch was in die richtige Richtung ändert beim Gesetzentwurf, auch wenn die grundlegende Richtung, das habe ich ja schon gesagt, die richtige ist, das zu entkriminalisieren und zu legalisieren. Mhm. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Du hast erwähnt die Frage an Buschmann zur schnellen Entkriminalisierung. Eigentlich ist ja Lauterbach zuständig dafür. Das geht immer so hin und her, wer jetzt dazu überhaupt irgendwas sagt. Ne? Der Buschmann, irgendwann haben die sich mal geeinigt da, von wegen ja auch für die Frage der Entkriminalisierung. Ne? Das ganze Komplettpaket ist Gesundheitsministerium zuständig, wie halt traditionell seit 20 Jahren. Und er nicht. Er ist halt nur beteiligt, aber federführend ist BMG. Du hast jetzt Buschmann gefragt, ich meine, er hat sich in letzter Zeit auch wieder geäußert, weil Lauterbach das halt nicht gemacht hat. Ja, der hat einfach nichts dazu gesagt, außer, ja, interessiert mich gerade nicht. Dann hat Buschmann halt doch was gesagt, aber eigentlich ist er nicht zuständig. Du hast jetzt Buschmann gefragt, willst du Lauterbach auch nochmal direkt fragen, so wie du eben ihn gefragt hast nach der Entkriminalisierung? Ja, gut, bei Lauterbach. Warum überhaupt Buschmann in dem Fall? Ja, also tatsächlich war das rein pragmatisch, weil Buschmann letzte Woche, also Minister Buschmann letzte Woche da in der Fragerunde eben war und da haben wir gesagt, okay, wir machen das einfach spontan oder einigermaßen spontan haben da die Frage gestellt, wenn Lauterbach, also was wir was Minister Lauterbach ja eh machen können, ist die schriftlichen Fragen zu stellen, die meistens, also wie auch im Ausschuss, die werden ja meistens möglichst umschweifend nicht beantwortet und das quasi nochmal zu versuchen im Bundestag selbst, wenn er dann dran ist, die wechseln sich ja quasi ab. Kann man auf jeden Fall nochmal überlegen, wobei ich tatsächlich auch beim Minister Lauterbach irgendwie das Gefühl habe, dass da nichts Neues rauskommt. Also tatsächlich und deswegen auch an euch, das ist der Moment, da muss man nochmal Druck ausüben, weil das sozusagen von, ich glaube, da besteht sozusagen nicht die innere Motivation, was dran zu verändern. Und da kann man mit Fragen so ein bisschen arbeiten, auch vom Parlament, aber da kann man, glaube ich, auch außerhalb des Parlaments noch einiges tun, damit ein bisschen Druck ausgeübt wird. Wir haben ja schon mitbekommen, dass Lauterbach selbst innerhalb des Kabinetts anscheinend schon Druck bekommt, dass er das endlich machen soll. Insofern hilft, also viel Druck hilft viel. Das habe ich übrigens bei euch auch schon gemerkt. Also auf Twitter schön Druck ausüben. Ich habe jetzt Sorge, das so zu sagen, aber das hilft schon davon, dass man ein bisschen schneller aktiv wird, wenn man merkt, es wird auch von außen gesehen. Wenn es bei mir funktioniert, funktioniert es, glaube ich, auch bei den anderen. Also macht da schon ein bisschen Ärger und Rabatt. Schön. Er hat ja auch geantwortet, ja, von daher hätte er auch sagen können, ja, also, ist Lauterbach zuständig, sage ich jetzt nichts zu. Ja, wobei, also die Antwort war halt auch schwierig gewesen. Ja, klar. Also, ich glaube, dass die da... Wie gesagt, ich glaube, wir sind sich nicht einig. Es gibt bei ein paar das Gefühl, wir müssen es jetzt machen, damit wir uns Wählerstimmen bekommen. Das sowas, also ist natürlich auch eine Möglichkeit, irgendwie Druck zu erhalten und Druck zu bekommen. Aber dass es politisch richtig ist,
Das ist für mich das Entscheidende. Und das, glaube ich, sieht Minister Lauterbach einfach nicht so. Und Minister Buschmann, der will damit dann irgendwie Stimmen bekommen. Das ist meine böse Vermutung. Es ist nicht so, dass sie sagen, es ist richtig, das Ganze jetzt zu verändern, weil damit quasi Millionen Menschen geholfen wird. Und zwar nicht nur, weil sie irgendwie endlich Cannabis quasi konsumieren können, ohne dass es jemanden wirklich interessiert, sondern weil es tatsächlich auch den Menschen damit nicht gut geht, dass es gerade so ist, wie es ist. Und das nervt, also mich nervt so ein bisschen die Art des Umgangs. Ich finde es gut, dass es passiert. Wie es passiert, ist leider ja, verbesserungsbedürftig, dass man da, deswegen braucht es auch noch ein bisschen Ärger und Druck. Wir haben jetzt über eure konkreten Vorhaben bis zur Sommerpause gesprochen. 3 verschiedene thematische Anträge, ja, da habt ihr schon irgendwie ein strammes Programm. Was natürlich jetzt auch, wenn man schon von Sommerpause oder eben 1. Juli spricht, sich aufdrängt, wäre natürlich die Frage der Kündigung der internationalen Verträge. Da gibt es ja diese Kündigungsfristen. Ich nehme an, ihr habt euch damit mittlerweile auch befasst, dass eben, ja, wenn man jetzt bis Ende Juni kündigt, dann eben die Kündigung wirksam wird zum 01.01.23, sonst eben erst zum 01.01.24. Ist das für euch ein Thema? Wollt ihr da auch einen Antrag stellen oder so? Oder ist das jetzt nicht so? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, ob bei euch oder woanders. Tatsächlich wäre das ein Punkt, den man irgendwie angehen müsste. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin selbst noch nicht tief genug drin. Wäre auch irgendwie was, wie soll ich sagen, wenn wir das beantragen würden, es zu machen, würde es irgendwie nicht den heißen Druck auf die Leute ausüben, dass es dann passiert. Und dadurch, dass ich da noch nicht so tief genug drin bin, haben wir das zumindest noch nicht ernsthaft überlegt, das zu machen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren von uns aus. Sowas wäre was die Regierungskoalition angehen sollten, wenn das Ganze irgendwie tatsächlich diese Geschwindigkeit braucht. Wir sind dann, das wäre von uns eher so ein sanftes Ärgern und Kitzeln, was wir genau bislang noch nicht auf dem Schirm haben. Okay, ja, Buschmann hat auch in derselben Session auch angedeutet, dass er sich auch vorstellen kann, das einfach zu ignorieren mit den internationalen Verträgen. Das machen ja andere auch so, oder? Also Kanada hat das komplett ignoriert und einfach legalisiert, hat einen blauen Brief gekriegt, dann quasi von der UNO. Ja, tatsächlich, also ich meine, wie gesagt, ich bin ja nicht so ganz tief drin, was sozusagen auch das... sozusagen der Ansatz wäre. Ich halte das insgesamt für schwierig, also generell, wenn man sowas ignoriert, weil das quasi ist ja immer was, wo man auch andere Sachen dann ignorieren kann. Also da lädt man ja ein, dass man solche internationalen Verträge generell irgendwie nicht einhält. Das halte ich irgendwie für schwierig, weil dann alle immer das einhalten, was sie irgendwie dann wichtig finden und das nicht einhalten, wenn es irgendwie gerade ihnen in den Kram passt. Deswegen hast du völlig recht, eigentlich wäre es richtig, das so zu tun. Vielleicht sollte man da auch nochmal überlegen, das irgendwie ein bisschen mit den Regierungsparteien zumindest zu sprechen. Ob es dann passieren wird, wenn Minister Buschmann schon sagt, er macht das nicht, weiß ich nicht, aber es wäre eigentlich, also anders wäre es besser. Mhm, ja. Letzte Frage nochmal zu diesem kurzfristigen Plänen, Führerschein. Da wollte ich auch was bringen. Da ist ja immer die große Frage, was will man jetzt da für einen Grenzwert einführen? Ja, was ist der wissenschaftlich super korrekte Wert? Wo ist die genaue Grenze, der Grad, wo die Leute vorher noch nüchtern sind und danach nicht mehr? Ne? Das ist dann der Grenzwert, den man einführen will. Gibt es natürlich so nicht. Ne? Das ist halt immer so eine mehr oder weniger grobe Einteilung. Habt ihr da schon irgendwie eine Idee, was genau jetzt der Antrag beinhalten soll, wenn ihr sagt, das soll schnell gehen? Ich bin jetzt auch kein Wissenschaftler, aber ich glaube, bei uns ist wir haben festgelegt, ich glaube auch, das ist bei Lieb oder bei euch, die 10 Nanogramm pro Milliliter festzusetzen. Mhm. Ob das dann dem genau entspricht, kann ich persönlich nicht sagen. Wichtiger als diese genaue Festsetzung, ob die jetzt dann ein bisschen weniger, ein bisschen mehr ist dann das Zweite, ist aber, dass du eben nicht, wenn du überhaupt noch irgendwas nachweisbar im Blut hast, dass du dann nicht sofort irgendwie drohst, den Führerschein entzogen zu bekommen. Mhm. Das ist sozusagen das Entscheidende. Ich glaube, die genaue Zahl müsste man wissenschaftlich festlegen. Ich halte übrigens, das wäre auch noch wichtig, ich glaube, da beim ganzen Cannabis gibt es eh noch viel wissenschaftlich zu forschen. Auch da könnte die Regierung ein bisschen mehr einsteigen, unter anderem was die Fahrerlaubnis angeht, aber auch bei dem ganzen medizinischen Bereich, wo wir jetzt auch gar nicht so tief drauf eingestiegen sind. Aber es gibt ja quasi irgendwie in beide Richtungen geht es. Ja, auf der einen Seite wird Cannabis nach wie vor von den Konservativen verteufelt und wenn du es heute nimmst, bist du morgen tot. Auf der anderen Seite gibt es ja quasi mittlerweile Angebote für jeden Konsummöglichkeit, dass du wahrscheinlich irgendwie
ewige Jugendquelle. Ich glaube sozusagen, irgendwo mittendrin stimmt es halt. Mhm. Zum einen gibt es einen ganz anständigen Rausch und zum anderen gibt es da manche Sachen, die wirken auch quasi gesundheitsbegünstigend. Aber es ist weder das allerschlimmste Teufelszeug, was jemals erfunden wurde, noch wirst du damit ewig 30 bleiben. Hast du schon mal mit einem Kollegen aus dem Verkehrsausschuss gesprochen über Cannabis und Führerschein und THC-Grenzwerte? Ja, du bist ja gar nicht dafür zuständig. Du kannst ja als Abgeordneter gar nichts dazu sagen im Verkehrsausschuss. Ja, die Kollegen, also wir haben also Lutze und Rixinger, mit denen hatten wir, also haben wir darüber noch nicht konkret gesprochen. Ich meine, das sind ja Forderungen, die wir schon länger stellen. Deswegen ist es an sich erstmal unproblematisch. Was ich bisher eben gemacht habe, das hatte ich schon gesagt, vor allem mit Frank Tempel und Nima Mombassat, weil die Personen, die sich bei uns mit Drogenpolitik beschäftigt haben und Suchtpolitik, die haben das quasi insgesamt bearbeitet und geben das dann meistens in die anderen politischen Bereiche mit rein, mhm, und setzen sich dann mit denen auseinander. Und das war quasi momentan der Stand gewesen. Ich weiß nicht, Frank Tempel kennst du sicherlich auch noch. Ich kann mich noch dran erinnern. Der eine ist quasi... Der hat unseren Hanfadler verliehen gekriegt. Oh, da habe ich noch einiges zu tun. Stolzer Hanfadlerträger, jawohl. Aber ich meine, Frank Tempel kommt aus dem Polizeibereich, der kommt sozusagen daraus, neben Mossad aus dem Rechtsbereich, den quasi alle ihren Gesundheitsbereich, alle verschiedene Herkünfte so ein bisschen... Und da findet man, glaube ich, schon so ein gemeinsames Ganzes, was man eher den anderen Abgeordneten nahe bringt. Mhm. Und es ist ja, ich meine, es ist ja nicht so, auch das, also bei uns hat es auch quasi, was die gesamte Drogen- und Suchtpolitik angeht, gibt es natürlich auch bei uns teilweise unterschiedliche Einschätzungen. Aber in der Frage sind wir schon ziemlich einmütig. Gut, also ja, dann haben wir jetzt im Prinzip schon relativ viel Plan so für bis zur Sommerpause, jedenfalls viel vor. Und danach, also ich meine, du spielst jetzt 4 Jahre das Thema, ne? Musst da irgendwie kontinuierlich was liefern und so. Gibt es da schon langfristig auch nochmal Pläne, welche Themen noch angegangen werden sollen dann nach der Sommerpause? Na gut, wir haben jetzt bis zum Sommer erstmal gesagt, das, was ihr uns vorgeworfen habt, auch zu Recht, versuchen wir nachzuholen, also ein bisschen Druck aufzubauen, damit die Regierung auch zum Handeln kommt. Ich glaube, es gibt insgesamt noch genug zu tun. Also ich wiederhole es auch gerne, was den gesamten Suchtbereich angeht, finde ich, gibt es einiges zu tun, auch von links anzugehen. Ich glaube, da ist gerade auch den Betroffenen die quasi sich mit härtere Drogen und Sucht entwickelt haben, zu härteren Drogen, da muss man, glaube ich, einiges tun, um denen auch nochmal richtig zu helfen. Und es ist auch so ein bisschen, ich meine, alles immer die Entscheidung von den Nutzerinnen und Nutzern, was sie mit sich beschäftigen. Aber ich hoffe immer so ein bisschen von den Leuten, die sich auch mit Cannabis auseinandersetzen, quasi da auch quasi zu schauen, dass man den Menschen, die was anderes nehmen, da auch quasi eine Unterstützung ist, also quasi eine gegenseitige Solidarität. Weil das brauchst du, gerade bei härteren Drogen, da ist ja halt quasi noch der Leidensdruck teilweise zumindest stärker, je nachdem, was man nimmt. Und das versuche ich auch vor der Sommerpause noch einzubringen. Und was andere Süchte an, also auch Verhaltenssüchte wie Konsumsucht und so weiter, sowas mal mitzudenken, weil das ist einfach was so ein bisschen rausgelassen wird. Was die ganze Cannabis-Legalisierung angeht, ist ja natürlich, wird es hauptsächlich darum gehen, da muss ich mir als Opposition nicht viel vormachen, den Gesetzentwurf irgendwie zu begleiten, auch kritisch zu begleiten, davon links und auch zumindest einige Ansätze zu finden, was irgendwie in der Ampel nicht so richtig gesehen wird und da ein bisschen mehr drauf zu schauen. Und ich finde, quasi was den ganzen, was ich eben aber auch gesagt habe, den ganzen Forschungsbereich so ein bisschen auch zu unterstützen, weil wenn es zu der Legalisierung kommt, ist ja quasi auch, entstehen ja Sachen, die wir noch gar nicht absehen können. Mhm. Also wie wird das genutzt? Was bringt es? Was macht aber auch keinen Sinn quasi im medizinischen Bereich? Ich glaube, da gibt es noch einiges auch aus gesundheitlicher Perspektive zu tun, um da irgendwie voranzukommen, vor allem was Forschung und so weiter angeht. Und da finde ich, sollte die Regierung auch Geld reinstecken. Mhm. Cannabis als Medizin gerne nochmal irgendwie, wenn du da noch mal mehr Konkreteres schon hast, irgendwie in welche Richtung das gehen könnte, wo die Defizite noch sind oder so? Ja, es gibt, also tatsächlich ist ja momentan ist so der Versuch auch da eine Goldgrube zu finden, man kann irgendwie alles damit verkaufen und das ist ja für die Nutzerinnen und Nutzer auch nicht immer sinnvoll, wenn du nicht weißt, was es wirklich bringt. Und da hat meines Erachtens hat auch die Regierung eine Aufgabe, dort Forschungsgelder reinzustecken, um zu schauen, was bringt Cannabis wirklich, wo bringt es dann auch, wo bringt es auch mal nichts, kann ja auch sein. Und da ist, glaube ich, noch sehr viel Luft nach oben. Das würden wir versuchen mit voranzutreiben. Genau, dann schauen wir mal, was sich noch alles ergibt. Meint ihr denn, wenn ein Arzt Cannabis verschreibt als Medizin, dass das in jedem Fall übernommen werden sollte von den Krankenkassen?
Ja, aber das ist genau so ein Punkt. Also ich finde, momentan kommt es so ein bisschen auf irgendwie Gutdünken des Arztes an, der jetzt aber auch nicht viel mehr Ahnung hat. Der hat entweder findet es irgendwie cool oder findet es nicht so cool. Ich glaube, dass es braucht schon einen abgesteckten Bereich. Wo bringt es gesundheitlich was? Dann soll er es verschreiben können. Und wo bringt es nichts? Also wo und nicht quasi als so ein Wundermittel, je nachdem, wie der Arzt gerade irgendwie drauf ist. Mhm. Und das muss und dazu brauchst glaube ich Forschungsgelder, um zu schauen. Das sind Sachen, die sinnvoll sind, das sind Sachen, wo es nützt und nicht irgendwie Hauptsache, man kann es irgendwo hincremen und hinstreichen oder einnehmen und das bringt auf jeden Fall was. Das ist natürlich eine ziemlich langfristige Perspektive für die Betroffenen, ne? Die jetzt da stehen und irgendwie keine Erstattung bekommen und insofern doch wieder auf dem illegalen Markt angewiesen sind. Ne? Forschung, das wird Jahre dauern, bis man da wirklich bei vielen Krankheiten sagen kann, okay, hopp oder top, das hilft, die Wahrscheinlichkeit, dass das hilft, ist relativ groß oder nicht? Ja, also ich meine, wäre jetzt die Rückfrage, was du machen wollen würdest. Das eine ist ja quasi die Legalisierung, das heißt, das kannst du nutzen sozusagen. Und das zweite ist so ein bisschen, und das ist das, wo wir halt einfach auch hinterher sind, wo bringt es wirklich was? Und das kannst du quasi nur durch Forschung machen. Und solange du es nicht machen kannst, quasi, man können die Leute sich, ich meine, das ist ja nicht das Allerschädlichste, ne? Also können sie sich hinschmieren, wo sie wollen. Aber das ist quasi, ob es was nützt oder nicht nützt, ob es dann erstattet wird oder nicht, das muss eben durch Forschung entschieden werden und kann nicht so Pi mal Daumen gemacht werden. Okay. Wie würdest du die grundsätzlichen Hürden einschätzen? Also internationale Verträge hat man gerade schon mal, das reicht soweit erstmal. Aber Bundesrat, da ist ja im Prinzip jetzt mit der CDU-Sperrmehrheit, die immer noch da ist, ein grundsätzliches Problem. Siehst du da im Prinzip so eine Hürde, die kaum zu überwinden ist? Oder glaubst du, man kann das verhandeln mit der CDU, mit den Ländern, das doch irgendwie durchzukriegen? Na gut, ich bin tatsächlich nicht so tief in den quasi Länderregierungen der CDU, CSU mit drin. Wir haben, also was die Entkriminalisierung angeht, bin ich mir gar nicht sicher, ob es dazu den Bundesrat braucht. Nee, Entkriminalisierung nicht. Also das würde jetzt das volle Programm mit Regulierung des Marktes betreffen. Genau, also wir haben vorhin auch ein Gespräch mit Richter Müller gehabt, der hat auch gesagt, wir sollten nochmal irgendwie, um sicher zu gehen, nachfragen. Das werden wir auch auf jeden Fall tun. So. Das ist ja, kannst ja wissenschaftlichen Dienst bei solchen Sachen fragen. Das würde ich dann auch, wollte ich auch tun. Aber da gehen wir davon aus, dass das nicht der Fall ist. Und was bei der Legalisierung angeht, ich meine, letztendlich ist es eine Aushandlungssache. Ich bin schon der Meinung, die CDU, CSU muss man nirgendwo wählen, um quasi auf der Bundesrat, im Bundesratebene auch nicht diese Sperrminoritäten zu haben. Ansonsten glaube ich, dass es da um letztendlich eine Verhandlungssache geht. Ich glaube, auch bei der CDU, CSU gibt es mittlerweile Leute, die sagen, also Menschen, die sagen, dagegen sich so hart zu sperren, muss nicht sein. War jahrelang vor allem eine Sache, die auch hier in Bayern von der CSU ausging, die auch immer wieder die Drogenbeauftragten gestattet. Wie gesagt, aus meinem Wahlkreis, Daniela Ludwig, die es letztens gemacht hat, die ist ja quasi, das schien mir so Lobby-Erweiterung des Lobbyverbandes um die Brauereien rum, die gesagt haben, wir müssen es irgendwie verbieten, damit die aus welchem Grund auch dann irgendwie mehr trinken. Also was bei mir nur im bedingten Zusammenhang zu stehen scheint, aber so schien mir das so ein bisschen. Und ich glaube, wenn in der Sekunde, wo die merken, es macht überhaupt keinen Sinn, sich so dagegen zu sperren, dann werden sie sich irgendwas versuchen, wahrscheinlich rauszuhandeln. Ob sie sich wirklich dann weiter dagegen sperren werden, das weiß ich nicht. Ja, da bin ich mir nicht sicher, aber es wäre so meine bisschen Hoffnung. Versteckt die CDU diese Leute, die da offen sind, irgendwie in irgendeinem Kerker, ja, die dürfen nichts sagen oder was, keine Ahnung. Viele davon sind nicht sichtbar. Vielleicht noch einmal Richtung Landesebene und Richtung Linke geschaut. Da kann man jetzt nicht unbedingt erkennen, dass die Programmatik der Linken, die ja ziemlich stabil Richtung Legalisierung unterwegs ist und Richtung keine Verfolgung der Konsumenten, sich da irgendwie groß widerspiegelt auf Landesebene. In den Regierungsbeteiligungen hier Berlin, okay, hat man schon eine ziemliche reformorientierte Regierung, aber in anderen Landesregierungen, wo die Linken schon drin waren oder sind, jetzt gerade MacPom zum Beispiel, wieder frische Koalition, frisch verhandelt, ja, nichts irgendwie zum Thema Drogenpolitik, irgendwie weniger Repressionen, nichts bei Cannabis, geringe Menge anheben oder irgendwas, ja, wie ist das zu erklären? Wir hatten gestern tatsächlich gerade Kollegen da aus Berlin und aus MacPom, wo zumindest die Bereitschaft auch da ist, dass die Entkriminalisierung ist ja das, was sozusagen da geht und was irgendwie nicht mehr verfolgt werden sollte. Ich bin jetzt aber ausgegangen, dass es da auch quasi vorangeht. Wir hatten, Bremen hast du auch vergessen, Bremen ist natürlich auch geht auch eher Richtung Vorzeigemodell, würde ich behaupten. Das heißt also, Bremen und Berlin sind halt nicht ungefähr auch die Städter, die da quasi ein bisschen progressiver auftreten, vor allem in der Frage.
Aber ich halte es für, also Thüringen und MacPom für sehr, sehr wichtig, dass es, dass auch dort eine Entkriminalisierung vorangetrieben wird. Wenn das bei uns dann nicht so weit gedrungen ist, werde ich da auch gerne mal irgendwie nachfragen und schauen. Wir haben jetzt Ende des nächsten Monats ein gemeinsames Treffen, wo es auch gemeinsame Schritte irgendwie versucht werden, wo es noch nicht so weit ist. Und da werde ich auch gerne nachfragen. Ich weiß, dass es teilweise... Das würde sicher helfen beim Blick auf die Linken, auf die ganze Gesamtpartei, ne? Wenn man den Eindruck hätte, die nehmen das wirklich dann überall auch ernst und machen auch irgendwas in die Richtung. Ne? Wobei das natürlich nicht nur die Linken betrifft, das ist bei den Grünen genau dasselbe Spiel am Ende. Aber trotzdem, die Frage ist bei beiden berechtigt letztendlich. Nee, gebe ich dir auch recht. Das Problem ist immer gewesen, dass du, wenn du irgendwelche Koalitionsverträge aushandelst, dass da ein paar Themen wichtiger sind und ein paar Themen quasi sagen, sekundär behandelt werden. Und ich halte das für einen Fehler, ich halte das auch für ein Problem. Das ist eben, und bei den Grünen ist das natürlich immer die Umweltpolitik, logischerweise, auch wenn ich das denen aber anderes Thema sehr viel vorwerfen würde. Bei uns sind es immer die sozialen Themen. Und da, wir müssen sozusagen den Druck, gerade wenn wir mit der dann grünen SPD regieren, gemeinsam mit den Grünen aufbauen, dass die SPD das auch irgendwie, dass es quasi umgesetzt wird. Und da bin ich aber auch ehrlich, klar müssen wir versuchen, mehr zu tun, weil ich weiß, dass da extrem viele Menschen auch ernsthaft drunter leiden. Es geht halt, also klar, wenn ich mit meinen Eltern rede, dann geht es ja immer darum, geht es ja wirklich darum, mehr zu kiffen, und das ist nicht der Punkt, es geht darum, den Leidensdruck von Menschen zu nehmen. Und das wird dann leider auch bei uns nicht immer wichtig genug genommen oder nicht so wichtig genommen, wie es eigentlich ist. Da hat jede Partei wirklich Nachholbedarf, aber wir werden das... Ich glaube, Ende Juni, wie gesagt, ist das Treffen. Ging übrigens auch nicht von mir aus. Ich will sozusagen nicht sagen, ich werde den Ländern das irgendwie sagen, sondern die haben gesagt, lass uns mal zusammensetzen, damit wir da vielleicht auch einen nächsten Schritt kommen. Und das würde ich auch begrüßen. Gut, zum Thema Aktivismus hast du schon was gesagt. Auch, wie ist das mit den Demonstrationen? Die siehst du ja auch. Du siehst sowohl den Aktivismus auf Twitter und Co., auf den sozialen Netzwerken und auf der Straße. Fällt dir da noch irgendwas zu ein? Irgendwie Tipps von wegen, weiter Druck machen, hast du schon erwähnt. Ja, ich finde was schon spannend ist, also ich habe ja schon gesagt, das ist ein Thema, wo ich mich irgendwie, also es gibt ja Themen, womit du dich politisierst. Und das war das tatsächlich nicht ein Thema gewesen, wo ich mit in die Politik gegangen bin, sondern das war irgendwie Friedenspolitik und sowas. Aber ich hatte mich sehr, sehr, also Anfang der 2000er hatte ich mir zum ersten Mal, das war PDS gewesen, zur Drogenpolitik durchgelesen, fand super spannend, weil ich dachte, okay, krass, sind die Radikalen der Frage, irgendwie Legalisierung von Drogen, Entkriminalisierung aller Drogen und so weiter. Und habe das sozusagen verstanden und fand es immer wichtig. So. Und, und deswegen finde ich habe das sozusagen auch kapiert, wie wichtig es für manche Menschen ist, dass es eine Entkriminalisierung gibt und dass das, und ich finde es, ich meine, gut, bist du jetzt Kompliment auch das beste Beispiel, wir hatten mehr Jahrzehnten irgendwie dabei, jetzt merkt man, es bewegt sich was, und ich glaube, dass die Leute, also, das ist, wenn der Leidensdruck nicht eh da ist und die Leute dran sind, muss man versuchen, quasi einen langen Atem zu beweisen. Also du brauchst ich sage immer den blöden Spruch, ich bin Linker in Bayern, ich weiß, wie lange es manche Sachen brauchen, um sie umzusetzen. Und das ist entscheidend. Und das ist das Erste. Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass sozusagen von der eigenen Problematik, also ich mir wünsche, dass die Menschen von der eigenen Problematik zu einer quasi das allgemeine Problem verstehen, was in der Gesellschaft existiert. Diese sozialen Folgen, die Drogenkonsum mit sich bringt, vom illegalisierter Drogen ist ja was eben nicht nur den Cannabis betrifft. Und ich wünsche mir so ein bisschen, dass die Menschen das soziale Verständnis haben, sich quasi für das Allgemeine auch mit einzusetzen. Ich finde, das macht auf der Demonstration ist es mir aufgefallen, dass die Leute die Menschen die Solidarität auch an den Tag legen und zeigen. Und das ist das, was ich mir am meisten wünsche. Also vom Aktivismus zu dem eigenen Thema, wo man sich politisiert, auch weiterzukommen in die Politisierung im Ganzen. Das ist für mich immer entscheidend. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist sozusagen diesen Aktivismus auf Twitter. Da habe ich tatsächlich selten so erlebt, dass wie viel ich quasi positiven Druck, ja, fast immer positiven Druck auf Twitter bekommen habe, das aber auf die Straße zu tragen, wo es geht. Also wo Menschen natürlich selbst betroffen sind und sich nicht nach draußen trauen, verstehe ich es völlig. Aber versucht davon auch die Menschen zu überzeugen, die quasi nicht sich schon auf Twitter befinden und quasi auch Gesicht zu zeigen dafür, so ihr euch das traut. Das halte ich für sehr wichtig, weil wir brauchen wir sind als Gesellschaft, kommen wir immer mehr in die Blasen rein. Also da spielen die sozialen Medien auch keine tolle Rolle. Also ich irgendwie habe die gleichen Interessen wie irgendein Typ oder irgendein Mädel aus Australien und habe mich mit der vernetzt, obwohl die eh schon die gleiche Meinung hat. Aber eben mein Nachbar oder meine Nachbarin hat diese gleiche Meinung nicht. Aber der wird sozusagen bei der Wahl mitentscheidend sein. Der wird sich quasi dagegen oder dafür äußern. Deswegen versucht eure Nachbarinnen und Nachbarn zu überzeugen und organisiert Demonstrationen und seid sichtbar auf der Straße. Wie gesagt, so ihr das könnt, so ihr mutig genug dazu seid oder eben keine Restriktionen zu befürchten habt.
Das war ein super Schlusswort. Das nehmen wir jetzt mal so, lassen das so stehen. Vielen Dank für das Interview und für deine Zeit. Ich bedanke mich auch für die Unterstützung und den Rat und vor allem für das Interview heute. Ja, und für euch da draußen nochmal, Atyaş Gürpınar wird als Vertreter der Linksfraktion auch auf der Cannabis-Normalkonferenz bei unserer klassischen jährlichen Podiumsdiskussion mit den drogenpolitischen Sprechern dabei sein. Am Freitagabend der erste Showcase, den wir da veranstalten. Also kommt zur Cannabis-Normalkonferenz und da könnt ihr auch nochmal live mit Atyaş Gürpınar sprechen. Bis dann!